Ah, da hat es hingezeigt. Wort der Besserung. Noch eins. Mehr Gesundheit. Ach, da ist das Ocean View Hotel. Ich muss gerade in die Gasse. Ich habe da irgendwie automatisch angenommen, ich muss in die Gasse. Momentan sind recht wenig Schatten unterwegs, oder? Zwei Lichtquellen habe ich auch dabei, deswegen brauche ich die eine mitnehmen. Ah. Das Ocean View Hotel. Mein Ziel. Sind die Gegner oder Deppen, die sich auflösen? Deppen, die sich auflösen. Fast hätte ich geschossen. Ocean View sagt mir irgendwas. Eine Schleife, die mich wieder zur Straße beförderte. Wie hatte der mysteriöse Anrufer gesagt? Wenn der Wellengang zu stark ist, suchen Sie nach einem anderen Weg. Was ist außenrum? Das bin ich. Du bist so undurchsichtig. Du bist ein Scheißgegner. Kleiner Pisser, ey. Es gibt. Da geht's rein. Also jedenfalls irgendwo hin. Aha. Oh, das ist so ein Sonderding. Ah, so ein Ding habe ich gefunden, aber ich könnte Munition brauchen. Hey. Ihr seid so durchsichtig. Ja, und ich mach 30% mehr Schaden, Penner. Da ich mich von Traumlogik zum Hotel führen ließ, suchte ich nach hilfreichen Neonschildern. Das da? Ah, okay, das ist so ein Ding gewesen. Hilfreichen Leon-Schilder. Was ist da hinten? Ich glaube, da waren wir schon mal drin. Hilfreiche Neonschilder, das wahrscheinlich nicht. Oder? Alan Wake. Ja, das gefällt dir gar nicht, wenn man durch dich durchgeht, hä?
verstehe nicht ganz, was er meint mit den hilfreichen Neonschildern. Ich meine, da, wenn ich reingehe, dann geht's ja bloß wieder raus. Das ist nicht richtig. Ja, ich weiß aber auch nicht, was du mit den scheiß Neonschildern meinst. Der Mirror Peak Leuchtreklame? Was ist eine Mirror Peak Leuchtreklame? Oh! Jetzt hier habe ich nicht gesehen. Ist der überhaupt ein Weg hin? Meine Geschichte war fragil und ständig in Gefahr. Ich durfte keine Zeit vergeuden. Das Dunkel war nur einen Schritt hinter mir. Das kleine Kartonhäuschen gefällt mir nicht, auch wenn es ganz cool ausschaut. Before the dark, you need help, good luck. Need money to buy books. Das ist eigentlich eine coole Idee, so ein Haus zu bauen. Hä? Oh oh. Komm mal, Casey, bitte. Oh, das Casey! Ist Sie sind der Killer, der Kultanführer. Ich sehe es in Ihren Augen. Nein! Sie sehen das ganz falsch! Es ist Scratch! Wir haben keine Zeit! Sie gehen nirgendwo hin. Ich will nur, dass es vorbei ist. Es ist meine Schuld. Ich hatte diesen dunklen Ort so lange in meinem Kopf. All dieser furchtbare Mist. Manchmal vergesse ich sogar den Schmerz, als wär's okay. Das ist doch krank. Ich war nicht an einem dunklen Ort. Ich bin der dunkle Ort. Der Ursprung, das Gefäß. Wir sind eins. Dieser Ort zog mich konstant nach unten, sickerte in meinen Kopf, infizierte mich mit Dunkelheit. Ich musste entkommen, bevor es zu spät war. Wieder zu spät. Nimm wenigstens eine Waffe. Raum 665, Initiation 5. Über den Dächern der Stummheit. Bin ich jetzt irgendwo? Da oben war ich da schon mal.
Ich weiß, ich soll dem blöden Schild folgen, aber ich bin nicht sehr gut im Folgen. Ich wusste, da geht's nicht mehr. Mehr Munition. Ja, das bin ich. Ich kann mir das nicht abgewöhnen zu sagen, verdammt. Was soll denn die Musik? Hey, warte mal, muss ich da runter? Ah, da werden immer mehr. Okay, also ich muss eh da runter, scheiße. Wow, und ich dachte, ich wäre da einen anderen Weg gegangen. Ich bin schlecht, Wegen zu folgen, und dann laufe ich dem scheiß Weg halt noch nach. Ach Gott, ich Depp. Nimm das weg und du kommst woanders hin. Ich habe komplett vergessen, dass das hier auch geht. Aber jetzt habe ich drei Lichter, ich habe keine Slots mehr. Wie sind wir gerade rumbitschen, Alter, weißt du? Und dann sich auflösen, wenn du in die Nähe kommst. Oh, wir werden in... Oh. Shit. Ich hab viel zu viel Zeug. Was ist das eigentlich? Oh ja, stimmt, ich könnte mal so Päckchen benutzen einfach. Mit schrotgefüllte Munition? Ich hab nicht mal ein Schrotgewehr, Alter. Ein Schatten fliegt euch. Da und doch nicht da. Du bist verloren! Alter! Ich will auf euch alle schießen! Na, scheiße, wie der Wichser. Ups. Oh, der hat überlebt. Hängst in einer Schleife, die Dunkelheit kommt! Das ist meine Geschichte! Oh oh. Alter, wie viele von denen waren jetzt hier? Der Wichser hat eine Waffe. Oh. Oder auch nicht.
Alter, gerade so, dass ich überlebt habe. Aber dann können wir mal so ein First Aid Kit nehmen. So, da kommen wir dann wieder hin. Ich muss das nur mal neu ordnen. Schnellauswahl. Rechts. Links. Schnellauswahl. Unten. Weil oben und links fühlt sich irgendwie besser an als rechts und unten. Es wird halt ein bisschen repetitiv, ne, wenn die jetzt die ganze Zeit immer selber labern. Sehr gut. Hä? Ich zeig's dir. Schuhkarton, was haben wir und was wir abgeben können? Komm, eine Fackel nehmen wir ab. Und eine Dinggranate. Rest passt. Oh, da ist noch was zum Nehmen. Oh, und ist das nichts drin? Da ist der andere wieder drin, oder was? Der Sack hin. Kann ich die Dinger eigentlich reingehen? Nee. Gehst du zum anderen runter? Ja, scheinbar. Sorry, wer sind Sie? Ein Scherz. Schön, Sie zu sehen, Tim. Sie haben mich reingelegt. Gemütlich haben Sie es hier. Ihr Verschwinden aus Bright Falls ist noch immer Gesprächsthema Nummer 1 hier. Naja, das und das Hirschfest. Sind Sie 2010 etwa auch dort gelandet? Sie wissen davon? Ich bin der Sheriff von Bright Falls. Oder ich war's. Sind Sie mit Sarah Breaker verwandt? Sie war 2010 Sheriff von Bright Falls. Ja, meine Cousine. Ich ließ eine Skizze von Dor aus meinen Träumen anfertigen. Sarah erkannte das Gesicht aus einer alten Akte aus den 80ern.
Ich machte mich auf den Weg dorthin und wurde Sheriff, als sie zum FBI wechselte. Das Hirschfest gibt's immer noch? Na klar, es ist größer denn je. Ich bin kurz vor Beginn des Fests hierher gekommen. Interessant, ich auch. Dann ist er FBI-Agentin, deswegen gibt's es nicht mehr. Was stand in der Akte von Dorr? Sie enthielt nicht viele Details. Ein Einheimischer namens Wallen Dorr verschwand am Cauldron Lake. Laut Zeugen wurde er von einem Blitz getroffen und war weg. Ich fand keine Hinweise darauf, dass Dorr in der Stadt oder sonst wo lebte. Eine weitere Sackgasse. Dorr wird seit 1988 vermisst. Alter ist er nicht gealtert. Langlebigkeit, kein Mensch, Alien, Magie. Onkel Frank hätte bestimmt mehr darüber gewusst, aber er ist tot. Nichts an sich die genaue versteckte Bedeutung. Warte mal, hier. Okay, es gibt drei Orte der Macht. Drei so Echo-Dinge. Und zwei versteckte Teile. Das ist die Baker jetzt beim FBI. Ja gut, die war ja schon immer eigentlich echt cool, ne? Deswegen verstehe ich schon, wenn sie beim FBI landet. Aber vom Kleinstadt-Sheriff zum FBI ist dann echt schon Aufstieg. Oder ist die zum Ding? Zum Büro? Also zum Bureau of Control oder so? So, okay, das haben wir jetzt auch abgeklärt mit dem Typen. Das heißt, hör dann auf. Aber irgend so ein Spacko ist auf jeden Fall hier unterwegs, der schnell weg ist und uns auf den Sack gehen will. Wort der Pistole. Immer noch geil. Wort der Pistole. Schon 10% kann ich Munition verbrauchen, wenn du einen Revolver abfeuerst. Gut, das am Boden habe ich gar nicht gesehen. Oder dass sich plötzlich automatisch geduckt hat und nicht so, oh, passt schon. Ah, da ist eins von diesen Echos. Diese Stadt wird sie aussaugen, wenn sie zu lange hier bleiben. Sie werden als verlorene Seele auf der Straße enden, als verblasster Schatten, der den nächsten armen Bastard auf seinem Weg zum gleichen Schicksal begleitet. Ihre zerstörten Träume werden zu einem zerbrochenen Spiegel. Das verzerrte Spiegelbild, das sie mit all der Wut, dem Bedauern und der Scham anstarrt, war das Monster, dem sie nie entfliehen konnten. There's no closing the door on past sins. Ah ja, stimmt, da ging es rein. Sondern der Scheiß ist gesund. Ich konnte das Ocean View Hotel sehen. Ich kam näher. Man soll Licht wegnehmen, hä? Und jetzt? Return Scratch. Oder hätte ich hier auch das Licht wegnehmen sollen?
Warum ist das jetzt rot? Die Lichter beeinflussten, wohin die Tür führte. Ah. Hä? Ach so, jetzt bin ich hier. Scheiße, die Spacke habe ich gar nichts gesehen. Kann ich mir aufhören, so einen Wirbel zu machen? Wenn er mich schon nicht angreifen will? Hm. Herr Lampe. Was für eine Lampe? Für meine Methode, Feinde zur Taschenlampenladung zu erhalten, gewährt eine Chance von 10% Feinde mit der Taschenlampe verstärkt zur Betäubung. Mal die Bar auf. Da ist die Schrotflinte drin. Die Barkarte stach mir ins Auge. Die Waffe wäre praktisch. Aber ich habe keinen Platz. Ich kann mich auch nicht irgendwie großartig heilen oder so. Ablegen. Alter, das braucht drei Dinger, ist das euer Scheiß ernst? Was kann ich noch wegschmeißen? Hä? Vier Dinger? Schmeiß ich jetzt weg? Noch eine Heilung? Yippie-ki-yay! Alter, 14 Schuss, Mann! Danke, das Licht nimmt hier. Was jetzt? Willst du das kämpfen oder nicht? Die Geschichte ist ein Monster. Das ist nicht deine Geschichte. Ich muss dich ersticken. So, ja, warte mal. Schnell Auswahl.
Toll, noch eine Waffe, wo ich zu geizig bin, sie zu benutzen. Hä? Shotgun, $19, Negroni, Ocean View Cocktail. Ah, 2550. Bam. Sane? Alter, die Musik. Also dieser Sound ist übel, vor allem wenn du Dolby Surround hast, Alter, also in den Kopfhörern. Geht's halt einfach von links nach rechts, einfach der Sound.